goes down. No ordinary days. Ein Yachtredakteur auf unbekanntem Terrain, namentlich einem Motorboot. Und der Boote-Redakteur auf einer Segeljacht. Völlig verkehrte Welt. Was ist hier los? Um das zu beantworten, spulen wir noch einmal auf Anfang. Irgendetwas fehlt bei diesem Boot. Richtig, der Mast. Den braucht die Elling E4 aber auch gar nicht, denn sie ist, der Experte wird es gleich erkannt haben, ein Motorboot. Und mit 435 PS im Keller wäre ein Mast hier auch irgendwie überflüssig. Demgegenüber liegt im Yachthafen von Eimeuden ein Segelboot vom Typ C-Yacht 1250i. Mit diesen beiden Gefährten soll nun ein Bootswechsel stattfinden. Weg vom Althergebrachten hin zur großen Unbekannten. Bis dato völlig undenkbar, denn immerhin muss der Segler Mobo fahren und der Motorbootkollege wird Segel setzen. Ziel? Herausfinden, worin der Reiz der fremden Fahrzeuggattung liegt. Doch bevor hier gleich der Diesel röhrt bzw. die Winch rattert, zeigen die beiden holländischen Werftchefs, was ihre langfahrtauglichen Boote so können. Wir sind hier in der Salon von der Seat 1250. Man sieht, es ist ein bisschen enger wie ein Motorschiff, aber das gehört so, omdat es etwas weniger offen ist. Man kann überall gut vasthalten und weitergehen. Dus ook met schwerem Wetter, so wie jetzt draußen, kann man einfach von hinter nach vorne und wieder zurückkommen. Warum das noch wichtig wird, dazu später mehr. Auf der Elling ist der Salon im Gegensatz zur C-Yacht sehr groß und offen gestaltet. Und überall fährt auf Knopfdruck etwas hoch oder runter. Um die Hocker festzusetzen, das ist unsere Küche, immer wichtig. Wir haben Gasofen, den Backofen, Kühlung natürlich. In diesem Fall auch ein Mikrowelle. Natürlich ist das Schiff versehen von allen Haushaltsgeräten, die man so braucht. Gefrierfach, großer Kühlschrank, Mikrowellengerät, ein Backofen und natürlich ein Geschirrspüler. Und auch für die längere Reisen brauchen wir eine Waschmaschine, Trockner. Wir haben immer noch Navi-Ecke. Das ist schön für die Karte, um alles auszusuchen. Details kann hier oben noch nachgeschaut worden. Alles in aller Ruhe und seefast kann man hier gut sitzen. Und abends kann man hier natürlich auch noch mit einem kleines Laptop zum Beispiel etwas Sachen machen. Hier sehen wir die Motorklappen. Die kann man hier aufmachen. Und dahinter steckt dann die Volvo 435 PS D6 Maschine, womit wir 17 Knoten erreichen können. Unter das Bett ist die Saildrive Motor montiert. Die können wir hier unter diese Luke sehen. Das ist ein Volvo D1 30 PS Maschine, womit wir Vollgas 6 Knoten erreichen und eine Marschfahrt von 5 Knoten erreichen können. Wenn man nach dem Ölwechsel durstig wird, hat man hier noch die Weinkeller. Nasszelle, man kann hier auch duschen und hier eine extra große Bergung, auch was von außen als Bugskiste zu erreichen ist. Hier ist die Nasszelle, die hat eine große Dusche mit guter Stehhöhe und die ist dann hier verriegelt. Und wir haben einen Handtuchtrockner. Ein Designradiator, womit man gemütliche Wärme hat, aber auch die Handtücher trocknen kann. Und eine Waschleine, um Wasche zu trocknen. Sie sind hier jetzt in die Hinterzimmer von unserer Seejacht. Die meisten Kunden von uns die segeln nur mit zwei. Das ist in einem Center Cockpit ideal. Und ein großes Vorteil ist das hier. Ein Riesenzimmer mit sehr viel Platz. Auch für Sachen für lange Zeit wegzubergen.
Perfekt. Die Eignerkabine hat ein riesengroßes Bett, 2x2 Meter. Und hier sehen wir eine Luke, wodurch wir bei die Heizkessel kommen. Die Heizkessel, das ist ein Cabola, die heizt Wasser. Und das Wasser geht durch alle Radiatoren, die im Schiff sind. Wirklich vergleichen kann man die Yachten nicht. Immerhin trennen sie über 2 Meter Bootslänge. Doch beide sind für Langfahrt ausgelegt. Ursprünglich lautete der Plan, gen England zu segeln bzw. dieseln. Doch die Nordsee macht nicht mit. Windstärke 8 bis 10 gegen an, das wäre kein Spaß für Crews und Boote. Also Planänderung und mit dem Wind Richtung Texel. Angesichts der Bedingungen immer noch recht verwegen und kein Wetter, bei dem normal denkende Menschen auslaufen würden. Ja, wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde bis zum Ablegen und dann geht es endlich los. Dann müssen wir Farbe bekennen. Die Verhältnisse sind heute nicht so, dass man von einem Familientag auf dem Wasser sprechen könnte. Wir haben im Schnitt 25 Knoten Wind, in den Spitzen bis 30. Das deckt sich auch ungefähr mit dem, was vorhergesagt wurde für den ganzen Tag. Wir erwarten draußen außerdem, wenn wir einmal den Kurs Nord eingeschlagen haben, eine mitlaufende Welle, aber trotzdem von 2 bis 3 Metern Höhe. Gucken wir mal, was geht. Es wird für uns alle ein Erlebnis und hinterher sind wir schlauer. So. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Das erste Mal auf so einem Boot ohne Mast. 435 PS und 45 Knoten Wind. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Kontrastprogramm. Eingepackt in Ölzeug muss auf der C-Yacht zugepackt werden, um das Tuch zu setzen. Auf der Elling dagegen sorgen Zentralheizung und Thermofenster für angenehmes Wohnklima. Nur wer diese Wohlfühlzone verlässt, benötigt wasserdichte Kleidung. Draußen auf der Nordsee erwarten uns 3 bis 4 Meter See, die besonders das Motorboot mächtig ins Rollen bringt. Glücklicherweise hat sich Werftchef Van den Bos selbst davon überzeugt, dass sein Boot sich immer wieder aufrichten würde, sollte es mal kentern. Die Segel liegt die C-Yacht stabiler im Wasser und pflügt unbeeindruckt durch die See. Lediglich die Crew bekommt immer wieder mal eine kalte Dusche über den Kopf. Das hält frisch und lässt kaum Zeit für einen Gedanken an Seekrankheit. Die 435 PS der Elling verleiten immer wieder zu Schnapsideen. Zum Beispiel ausprobieren, wie es sich wohl anfühlt, mit Volldampf gegen anzufahren. Okay. Die massive 13-Tonnen-Yacht macht das alles völlig klaglos mit. Doch der Gedanke, dass das Ablaufen mit Wind und Welle gen Texel die bessere Idee war, keilt sich unwillkürlich im Kopf fest. Ein erster Eindruck vom Segler. 7,3 Knoten fahren wir jetzt gerade, das fühlt sich anders, fahren wir 3 Knoten.
Wir haben null Geräusche, außer ein bisschen Brummeln von der Maschine. Wir hören die Wellen nicht, wir hören keinerlei Wind. Es ist warm. Läuft die Heizung, Anton? Ja, die Heizung haben wir an auf 19 Grad. 19 Grad Heizung, also das ist schon... Es hat mit der Seefahrt, wie der Segler sie kennt, nicht viel zu tun. Aber es ist wirklich beeindruckend. Wir fahren jetzt hier unter absoluten Bedingungen, wo kaum ein Segler auch ausläuft. Aber müsste man jetzt schnell nach Hause fahren, weil irgendjemand krank ist oder man will nach den Kindern gucken und will das Boot nicht auf Anholt oder Bornholm lassen oder auf Korsika oder wo auch immer. Man kann mit diesem Schiff wirklich bei extrem unangenehmen Bedingungen sicher einfach durch die See fahren und man, da kommt nichts mit her. Also ist zwar teuer, Anton, aber also... Ja, man kann von A nach B. Man kann, ja. Also ich bin wirklich beeindruckt. Das ist fast zu langweilig. Ja, aber da muss man die Hebel nach unten drücken, dann ist es nicht mehr langweilig. Ja. Mach mal. Ja, ich drücke jetzt den Hebel nach unten. Wir fahren jetzt mal 15 Knoten. Mal sehen, ob wir einen Unterschied merken. Plötzlich taucht auch noch die Küstenwache auf. Kein Wunder, denn bei solchem Wetter ist sonst niemand unterwegs. Und diese beiden werftneuen Yachten sind dann doch irgendwie verdächtig. Am Boot haben wir schon eine Schneidung. 3 Kilometer. 3 Nachdem per Funk alles geklärt ist, sind wir wieder allein. Einfahrt ins Wattenmeer, vorgelagerte Sandbänke nehmen den anrollenden Brechern die Kraft. Endlich hat das Geschaukel ein Ende. Im Schlussspurt nach Odeschild hat natürlich die C-Yacht das Nachsehen, sobald das Motorboot die Muskeln spielen lässt. Dass bei 17 Knoten aber auch 80 Liter Diesel pro Stunde im Kielwasser verfliegen, macht den Spaß ungleich teurer. Kaum festgemacht, wird es Zeit für den Erfahrungsaustausch. Ja, wir sind angekommen. Unsere Reise ist zu Ende. Wir sind gerade schon dabei, das Boot leer zu räumen. Es war wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung für mich. Das kann ich nicht anders sagen. Das lag natürlich auch daran, dass das Wetter ein bisschen extremer war, als wir uns vorher gedacht hatten oder eigentlich ausgerechnet hatten. Was für mich das Erstaunlichste war oder wirklich das Bemerkenswerteste war, dieses Erlebnis, dass man ganz dicht dran wirklich an den Elementen und an der Natur ist. Dass man nicht nur jede Welle wirklich mitbekommt, wenn man im Cockpit sitzt, sondern dass man auch jede Windveränderung spürt und dass wirklich jede Bewegung, die irgendwie durchs Boot geht, dass man die komplett mit dem eigenen Körper halt auffangen muss. Und dann noch eben das Zusammenspiel mit der Crew an Bord bei den Segelmanövern, das war schon wirklich außergewöhnlich. Und ich denke, dass das auf jeden Fall ein bleibendes Erlebnis sein wird. Ja, das Besondere an diesem Erlebnis war eigentlich, dass es relativ unspektakulär war. Und zwar auch dann, wenn es eigentlich spektakulär ausgesehen hat, und zwar von außen, was wir erst später gesehen haben, als wir die Fotos und Filme gesehen haben, war, wie wild das Boot dann doch in der See gearbeitet hat und wie hoch die Wellen waren. Und im Schiff selbst gab es ein, zwei Momente, wo man dachte, ui, jetzt müssen wir uns aber festhalten, also da ging es schon sehr zur Kehr. Aber ansonsten war es erstaunlich ruhig und dadurch, dass man im Ruderhaus mit geschlossener Tür wenig von Maschine hört, und fast überhaupt nichts vom Wetter mitbekommt, ist man irgendwie isoliert. Es ist ein anderes Erleben als auf dem Segelboot, ganz anstrengungsfrei. Vielleicht fehlt deswegen auch so ein bisschen das Gefühl, was erreicht zu haben, was geschafft zu haben, obwohl ich sagen muss, nach der Fahrt über die Nordsee dachten wir schon, wir haben was geschafft, wir haben es überlebt. Und ja, das ist, glaube ich, auch das Besondere, dass man es überhaupt geschafft hat, dass so ein Boot bei solchen Bedingungen rausfährt und man macht sich keine großen Sorgen.
Zum After-Sail-Umtrunk trifft man sich auf dem großzügigen Achterdeck der Motorjacht. Die einen geschafft, mit salzverkrusteten Haaren und roten Wangen, die anderen zwar durchgeschüttelt, aber dennoch eher ausgeruht und gut frisiert. Was bleibt? Jedes Gefährt hat ganz klare Vor- und Nachteile. Das Erleben der Naturgewalten ist sicherlich beim Segeln direkter. Dafür ist der Komfort eines Motorboots einfach unschlagbar.